Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um 3 Outfit-Ideen für Weihnachten. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, in dem heutigen Video geht es um 3 Outfit-Varianten fürs Weihnachtsfest. Ich habe einfach mal 3 Looks rausgesucht, die meiner Meinung nach auf jeden Fall easy tragbar sind. Und das ist alles relativ basic basierend. Das heißt, die meisten Sachen müsste auch jeder im Kleiderschrank haben, sodass man das Ganze cool kombinieren kann mit seinen eigenen Klamotten. Denn jetzt gerade irgendwelche Klamotten zu shoppen, ist natürlich so gut wie unmöglich. Die kommen einfach nicht mehr rechtzeitig an. Dementsprechend möchte ich nicht lange drum herum reden. Wir fangen einfach mal an mit den Outfits. Fangen wir an mit Outfit Nummer 1. So Leute, wie ihr wisst, dieses Jahr das Weihnachtsfest ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Es wird alles ein bisschen mehr im kleineren Kreis stattfinden. Und ich wünsche euch natürlich schon mal auf dem Wege, beziehungsweise ich habe noch 2 Videos vor mir, auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten. Und ich dachte mir, komm, dann gehst du auch nicht ganz so förmlich, beziehungsweise suchst du nicht ganz so förmliche Outfits raus. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Angefangen habe ich mit der Kabanjacke hier, mit so einem kurzen Mantel, so eine Art Marinemantel von H&M. Den habe ich schon mal letztens in meinem Winterjacken-Lookbook Video gezeigt. Das ist ein sehr, sehr schöner Mantel. Man sieht allerdings auch, dass der mal geputzt werden könnte. Ist aber trotzdem ein sehr schöner Mantel, den ich gerne trage. Und kombiniert habe ich das Ganze mit einem Wollstrickpullover von Polo Ralph Lauren mit der Amerika-Flagge drauf. Ist so ein bisschen so ein Classy-Piece von Ralph Lauren. Das gibt es jedes Jahr wieder zu kaufen. Und ich habe den hier in Blau, den ich mir mal, ich glaube, den habe ich mal im Outlet gekauft. Und es ist ein sehr, sehr schöner Pullover, den ich gerne trage. Und kombiniert habe ich das mit einer Korthose, eine braune Korthose in dem Fall von Uniqlo. Und es ist eine sehr, sehr schöne Korthose, die auch einen geilen Schnitt hat. Ich blende euch natürlich hier nochmal kurz die Videoaufnahmen ein. Und ich finde das Outfit auf jeden Fall sehr harmonisch, weil kombiniert mit so ein paar Boots ist das auf jeden Fall ein sehr, ja, nicht zu allzu förmliches Outfit, wirkt aber sehr stimmig, sehr männlich. Ich finde, passt perfekt unter den Weihnachtsbaum und ist auf jeden Fall ein Outfit, was ich auch so im Alltag tragen würde. Aber ich denke, für Heiligabend bzw. überhaupt fürs Weihnachtsfest kann man das auf jeden Fall easy tragen. Und ich denke, die Kombo ist ganz nice. Lasst mich natürlich auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den Outfits haltet, welches euer Lieblingsoutfit davon ist. Und ja, dann machen wir mal weiter mit Outfit Nummer 2. So Leute, kommen wir zu Outfit Nummer 2. Outfit Nummer 2 ist ein bisschen mehr classy gehalten, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen die Coolness meiner Meinung nach so ein bisschen mehr aufgefahren. Und dafür habe ich folgende Pieces am Start. Ich habe einen sogenannten Hahnentrittmantel und zwar ist er von Sandro Paris. Den habe ich mir ja letztes Jahr mal im Outlet gekauft. Ist ein sehr, sehr schöner Mantel, muss ich sagen. Sehr qualitativ, hochwertig. Und das Muster nennt sich Hahnentrittmuster, falls ihr Interesse daran habt. Es gibt sowas immer wieder zu kaufen. Aber in dem Fall ist der ja so ein bisschen französisch geschnitten. Ein schöner Hahnentrittmuster und ja, hat eine geile Länge, geiler Mantel. Kombiniert habe ich das mit einem der klassischsten Pieces überhaupt. Und das ist ein schwarzer Rollkragenpullover. In dem Fall jetzt hier von United Color of Benetton. Das kriegt ihr an jeder Ecke. Also ihr kriegt es bei Uniqlo, H&M, Zara und Co. Es gibt einfach überall zu kaufen. Achtet dabei nur, wenn ihr euch sowas kauft, dass sowas wirklich gut sitzt und vor allen Dingen nicht kratzt. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man solche Sachen, also so Wollstrick-Pullover trägt und die kratzen. Das ist wirklich meiner Meinung nach das Schlimmste, was es gibt. Und ja, in dem Fall habe ich jetzt hier einen von United Color of Benetton. So Leute, und kombiniert habe ich das mit einer richtig schönen tiefschwarzen Jeanshose und zwar in dem Fall von Levi's und zwar eine 512 ist das. Die ist nicht wirklich skinny fit, die hat so mehr so einen slim fit Charakter. Ja, in dem Fall ist das ja eine 512 in der Größe 32-32 und abgerundet habe ich das Ganze mit meinen Saint Laurent Boots, die schwarzen Boots. Ich denke mal innerhalb der Wohnung bzw. im Haus zieht ihr sowieso die Schuhe aus. Also achtet natürlich darauf, dass ihr schwarze Socken tragt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann die weißen Tennissocken durchsieht. Dementsprechend aber bootstechnisch habe ich das Ganze kombiniert mit meinen Saint Laurent Boots. So Leute, kommen wir zu Outfit Nummer 3 und Outfit Nummer 3 ist mehr so in diese braun-cremefarbenen Farbtöne habe ich das kombiniert. Und zwar habe ich da meine ja, absolute Lieblingsjacke diesen Winter und zwar die Shirling-Jacke von Gant, die ich am Start habe. Ist eine sehr, sehr schöne Jacke. Wie ihr seht, hier auch innen drin spiegelt sich dieses Creme-Weiß wieder. Kombiniert habe ich das mit meinem Pullover, in dem Fall auch so ein cremefarbener Pullover, auch von Gant. Es gibt diese Pullover auch noch als Zopfmuster-Pullover, also
Ich blende das hier mal ein, wie die heißen genau und wie die aussehen. Die haben im Prinzip so ein Zopfmuster. Die sind ziemlich ähnlich, aber in dem Fall habe ich jetzt hier den relativ schlichte Variante gewählt, in diesem Cremeweiß, längere Streifen drin. Ist ein sehr, sehr schöner Pullover, sehr angenehm zu tragen. Und kombiniert habe ich das Ganze einfach mit einer beigefarbenen Chino, so ein bisschen angelehnt, diese ganzen Farben, die zusammen passen. Finde ich sehr, sehr nice, den Look. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut und ich habe einfach die Boots vom ersten Outfit dazu ebenfalls kombiniert, weil ich finde, Boots im Winter, Weihnachtszeit geht immer. Wie gesagt, Indoor trägt man sowieso dann meistens keine Schuhe. Ich meine, jeder handhabt das anders, aber da, wo ich wohne bzw. wo wir sind, zieht man auf jeden Fall die Schuhe aus, aber trotzdem passt das dazu. Dementsprechend, das ist der Look Nummer 3. So Leute, das waren die drei Looks, die ich für euch am Start habe fürs Weihnachtsfest. Ich denke, die kann jeder relativ einfach mit seinen Dingen, die er im Kleiderschrank in etwa nachbauen. Wie gesagt, man muss nicht eins zu eins die Sachen nehmen, guckt einfach, kombiniert, und ich würde das Ganze auf jeden Fall dieses Weihnachten nicht zu förmlich sehen, aber auch nicht zu locker. Ich würde zum Beispiel sowas, was ich jetzt anhabe, niemals zum Weihnachtsfest anziehen, weil es einfach nicht dazu passt. Trotzdem finde ich, dass man sich zum Weihnachtsfest, wenn man zusammen mit der Familie etc. sitzt, auf jeden Fall mal was Nettes anziehen kann, was nicht, ich sag mal, mega streety ist, sondern einfach mal ein bisschen mehr casual, ein bisschen classy. Natürlich müsst ihr dieses Weihnachtsfest auf jeden Fall keinen Anzug anziehen, meiner Meinung nach. Und mit solchen Dingen, die ich euch rausgesucht habe, seid ihr auf jeden Fall perfekt dafür gewappnet. So Leute, lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen, welches euer Lieblingslook war, 1, 2 oder 3. Und ja, dann würde ich sagen, war es an der Stelle wieder. Auch heute habe ich wieder eine Kleinigkeit im Weihnachtskalender. Ich hole das mal ganz kurz. So, hier haben wir das Geschenk für den heutigen Weihnachtskalender. Und zwar verschenke ich in dem heutigen Weihnachtskalender dieses Flannel hier, in diesem braun, beige, schwarz, in der Größe L. Fittet ein bisschen, ja, normal, also wirklich ist ein L, nicht großartig oversizig, ist aber ein sehr, sehr schönes Flannel, und das Ganze, ja, könnt ihr einfach gewinnen. Ihr kennt das Ganze, folgt dem Kanal, lasst einen kleinen Kommentar da, und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, das sind so ein paar Ideen fürs Weihnachtsfest, nur ein bisschen Anregungen etc. Und natürlich sehen wir uns morgen wieder, Leute. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo da zu lassen und ein Like. Damit würdet ihr mich mega supporten. Und wir sehen uns morgen wieder. Peace, Leute. Ciao.